5. Müsste mit drauf sein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2 mit Noah. Hallo. Ach, diese 5 ist einfach schön. Wir haben 2 Titan-Chunks gefunden. Ich kann meinen Stab verbessern. Was kann ich? Haben wir Large Titanite-Shards gefunden? Ich glaube nicht, wir haben nur Titanite-Shards gefunden. Was auch nicht falsch ist, aber trotzdem. Wenn wir lustig sind, können wir nämlich noch einen zweiten Stab hochziehen und den dann mit Dark Infusion machen. Dann sind wir für alle Fälle gerüstet. Ich sage es euch, dieses Spiel ist, was das angeht, durchaus ganz lustig. So, hier, 2 Titanite-Shards, gib ihm. Fast schon voll aufgebauter Stab. Das ist übrigens, man muss ja Dark Souls 2 auch mal loben. Das ist selten, ich weiß. Aber man kann Stäbe upgraden. Das konnte man in Dark Souls 1 nicht. Das hat mich immer ein bisschen, nicht angekekst, aber verwundert. Weil das irgendwie keinen Sinn ergibt. Dass man halt alles verbessern kann, nur die Stäbe nicht. Haben wir Pharos Lockstones? Nee, dann nehme ich lieber mal einen mit. Das ist gerade, glaube ich, wichtiger als nochmal 5 Heilsteine. Verkaufst du jetzt schon Unlimited oder ist das erst später? Ne, da muss ich erst einen Boss für besiegen. Okay. Der nächste Boss ist übrigens witzig, in gewisser Hinsicht. Und zwar ist der, also er wird häufig beschrieben als der leichteste Dark Souls 2 Boss. Was bei Dark Souls 2 jetzt nicht besonders viel heißt, weil natürlich die Hitbox dir immer einen Strich durch die Rechnung machen kann. Aber zumindest, also ich habe schon online gelesen, es wäre der Pinwheel Dark Souls. Weiß ich nicht, ob ich da unbedingt d'accord gehe. Aber er ist schon, also er hat wenig Potenzial, dich zu töten. Außer, wie gesagt, seine Hitbox knallt rein. Dann vielleicht. Large Titanite Shard, sehr schön. Und Pale Stone, nehmen wir auch gerne mit. Da war noch ein dritter, den holen wir uns jetzt gleich. Noch ein Large Titanite Shard, da haben wir schon mal unseren Maze auf plus 4. Plus 5, Entschuldigung, auf plus 4 ist er ja schon. Jetzt gucken wir, dass wir diesen zweiten Titanite Shard noch bekommen. Ich wollte Spells attune. Ich denke auch wieder an nix, nur du könntest mich auch mal erinnern. Echt mal, unfassbar. Schrecklich, sorry. Inefficient Attributes, 40 Magie braucht er. Verdammte Axt, ey. Lex mir wasch. Ja, dann nehmen wir hier. Ne, dann gehen wir auf Masse. Dann gehen wir auf Masse erstmal. Dann nehmen wir hier noch 31 Soul Arrows mit. Dann haben wir erstmal 90 Geschosse dabei. Da kann man dann erstmal was mit anfangen. Der hat uns schon gesehen, ne? Ja, der hat uns schon gesehen. Weil das Ding ist, ich möchte bei diesem Crystal Lizard alles machen, nur nicht drauf zuraschen und dann ihn eventuell nicht bekommen, weil dann fällt man da in Löcher rein und das ist alles suboptimal. Frage ist halt, wann sieht er uns? Nehmen wir die schnelle Variante, versuchen das zackig zu lösen. Nein! Okay, na, dann soll er mir am Arsch vorbeigehen. Der droppt nämlich, glaube ich, das gleiche. Und Large Titanite können wir schon kaufen. Das ist mir egal. Was mich halt interessiert, ist vor allem Chunks. Denn wir brauchen Chunks in diesem Leben. 3 Stück nehme ich mindestens erstmal noch. Ein Poison Stone, das kann gar nicht falsch sein. Wir haben auch optimal Voraussetzungen jetzt, um hier in den Giftmist runterzugehen, weil wir haben nämlich gerade eh nur 78 Seelen dabei. Und ob ich die jetzt verliere oder in China platzen sag Reis, das ist nicht ganz so schlimm. Aber wie gesagt, ich habe hier unten, ich habe absolut keinen Schimmer, wie man sich hier bewegen soll oder wie man sich hier orientieren soll. Bin ich immer ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Aber ist ja nicht schlimm. Muss ja auch nicht. Man kommt hier nur nicht wieder raus. Ne? Ach, wisst ihr was? Wofür haben wir denn das Darkseid? Was verlieren wir hier eigentlich? Ne? Nur Souls. Ja, nur Souls. Ja, gut, die 78 Souls, die dürfen wir haben. Darkseid ist ja im Prinzip ein kostenloser Homeworld-Bauen, wenn wir wenig Seelen haben. Es lohnt sich im Normalfall, wenn wir weniger als 500 Seelen haben. Weil ein Homeworld-Bauen kostet 500. Und Darkseid macht effektiv das gleiche. In Dark Souls 1 ist das halt scheiße. Da verliert man halt all seine Humanity. Das ist hier marginal wichtig, weil man ja halt diese Human Effigies hat. Die sind ja
im Vergleich dann doch eher klein angelegt. Jetzt weiß ich nicht mehr, gab es hier unten Chance? Ich weiß es nicht, ich will es nicht rausfinden. Ich möchte dieses Gebiet eigentlich nur so schnell wie möglich hinter mir haben. Deswegen verzichten wir jetzt auf großartige Exploration. Aber hier hinten gab es, glaube ich, noch ganz witziges. Ach, die Mannequins. Ach, das sind auch Gegner. Ja. Die sind unangenehm. Hier sind übrigens in all diesen Ohren das Gift. Das heißt, man kann hier Gegner effektiv sich selbst vergiften lassen. Ich finde das immer ganz witzig, wenn sowas geht. Das Ding ist halt, wenn man hier unsuspicious durchrollt, ne, dann ist halt ganz schnell Polen offen. Oh, es ist fast ein One-Shot. Habe ich doch richtig in Erinnerung. Nee, 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 wir gehen jetzt zum Boss. This area sucks ass. So. Kurzer Einwurf, bei mir geht jetzt geht jetzt der Spaß los. Die Bullet Hell? Nee, im Sinne von, ich habe den Defor gefunden. Der rerollt alle Items, die mein Charakter besitzt. Zum Besseren automatisch oder ist das ein Random? Random. Absolut random. Das kann gut sein. Das kann aber auch hart in die Hose gehen, ne? Ja. Aber das, ich hatte mit die Force bzw. die Hundreds, die machen die Reroll noch mal ein bisschen mehr, aber vor allen Dingen auch das, hatte ich sehr viel Spaß. Und das ist ja nachweislich die Hauptsache in einem Videospiel. Das ist korrekt. Zumindest für mich, wenn du hier, wie heißt die Kackfirma, Square Enix heißt, ist das vielleicht was anderes? Alter, Junge! Chill mal der Base. What the fuck? Ich hab... Oh fuck. Ja gut. Das war definitiv das Falsche. Aber egal. Ich habe gerade Worst PhD abgepickt, aufgehoben. PhD gibt einem gute Pillen. Worst PhD gibt einem schlechte Pillen. Also quasi wie im echten Studium. Genau. Hochrealistisch, das Spiel finde ich gut. Ja, ich meine, du schießt deine Demonstration durch die Gegend oder was auch immer das ist. Ja, Binding of Isaac ist da sehr komisch, das ist in der Tat richtig. Ich möchte an dieser Stelle allerdings explizit sagen, ich meine das nicht irgendwie so, dass ich sage, das ist schlecht. Das musst du nur einfach mögen, diese Art und Weise der Darstellung. Ja, definitiv. So. Lassen wir es dabei bewenden, dann haben wir Earth and Peak auch schnell hinter uns. So. Herzlich willkommen beim Covetous Demon. Habe ich Bock drauf? Habe ich Bock drauf? Muss ich sagen. Okay. Nicht anvisieren. Definitiv nicht anvisieren. Was halt schwierig ist, wenn du einen Charakter bist, der halt aufs Anvisieren angewiesen ist. Kannst du jetzt mal bitte was machen?
Ja, das spielen wir einfach safe. Er hat eine witzige Attacke, er kann einen nämlich fressen und einen dabei komplett ausziehen. Die gebe ich ihm, aber der Rest ist halt wirklich... Das ist so ein, hat ein, also ein bisschen was hat der ja von Jabba the Hutt. Ja. Ich glaube, das war auch die Inspirationsquelle an dieser Stelle. Ja, den konnte man sehen. Okay. Sie sehen hier übrigens auch wieder, warum ich Dark Souls nicht hitless mache. Ich kann das Spiel nämlich nicht. Ja, das war wieder zu früh gerollt meinerseits, sehe ich ein. Komm, mal Witziges. Danke. War vielleicht auch nicht die schlauste Idee, seine besten Spells komplett am Anfang wegzuballern, aber gut. Hat ja trotzdem geklappt. Das wird auch wieder ein paar leckere Updates geben. So. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt, wir geben die, die Seelen mal für. Sag mal, was das richtige Wort ist, für große Titanitscherben aus. Um zumindest schon mal das Rapier auf plus 6 zu kriegen. Weil das hätte ich jetzt langsam gerne mal. Damit wir das auch vernünftig einsetzen können. Das ist aber halt alles eine Frage des Schadens. So, bei Item. Wie viel haben wir? Wie viel brauchen wir? Wir haben 2, wir brauchen 6. Kaufen wir also summa summarum 4. Dann Rapier. Wo bist du? Ich muss hier mal gleich aufräumen. Ach, das ist schon plus 4. Ja, das ist natürlich angenehm. Dann haben wir jetzt eine über. Dann können wir den Mace auch direkt auf plus 6 machen. Dann brauchen wir noch 5. Dann brauche ich aber erstmal die Seelen vom Covetous Demon. Zack. Dann nehmen wir die anderen Seelen auch noch direkt mit, weil dann können wir uns im Zweifel noch ein Level abgönnen. Das ist ja keine schlechte Sache. Oh, doch 50 Seelen pro Stück. Yeah. So, dann bei Item, genau. Was hatte ich gesagt? Wie viel brauchen wir noch? 2, 5. Gut investiertes Geld, meine Damen und Herren. Wo ist es denn? Da ist er. So, genau. Dann gucken wir mal, was haben wir für Infusions denn zur Verfügung gerade? Oh, wir können das Rapier mit Gift. Das wäre gar nicht schlecht, glaube ich. Oder? Doch, das machen wir. Gift ist in dem Spiel nämlich gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir jetzt nämlich 3 Infused Weapons. Dann muss ich irgendwann noch ein Lightning-Ding machen. Aber das ist mehr so aus Spaß, weil ich gerne mit Lightning-Dingern kämpfe. Weil die machen mir Spaß. Und dann geht. So. Ja, der nächste Boss dort. Das läuft heute eigentlich ganz gut. Also deutlich besser als in der letzten auch, ne? Ich bin bisher durchaus sehr zufrieden. Ich weiß jetzt nur nicht, inwieweit es sinnig ist, in der Poison Area mit den Poison-Dingen drum zu laufen. Aber ich bin gewagt, ihm einen Try zu geben. Ja. Wir kommen wohl halt, ne? Noch ein Small Silky Stone. So, jetzt kommt wieder so ein Geduldsspielteil hier.
So. Also diese ganze Section hier, die ist nicht, die läuft nicht unter wahnsinnig anspruchsvoll, aber die läuft unter wahnsinnig nervig wegen dieser Pfeildudes. Ich brauche halt echt gut die Lebenssteine auf. Das muss man auch mal einfach sagen, ne? Das jetzt hier noch. Ach, ich weiß das doch alles schon nicht mehr. Gut, das ist auch schon wieder ein paar Monate her, dass ich das hier überhaupt gemacht habe, aber. Da geht es doch ums Prinzip. Ja! Immer Bleed Damage, ne? Ihr kleinen Säcke. Da gönnen wir uns mal einen richtigen Schluck. So, mal gucken, was hier drin ist, ob sich der Hessel lohnt. Die Pike. Das ist bestimmt eine coole Waffe, wenn man sie denn haben möchte. Also wie gesagt, in dem Rapier gebe ich jetzt hier mal nicht so wahnsinnig den Shot. Ich nehme jetzt hier mal. Nehmen wir den hier mal. Ja, wir nehmen hier mal den Mace. Ich glaube, mit Magie kommen wir hier besser durch als mit Poison Damage, weil vor allen Dingen, ich weiß nämlich, der nächste Boss ist halt hart Poison immun. Ja, genau, danke fürs Nicht-Anvisieren. Das ist super lieb. Das Anvisieren ist in diesem Spiel clunky. Weiß nicht, wie oft ich schon gestorben bin, weil einfach das Anvisieren hinterher falsch mich irgendwo hingepokt hat. So. Und jetzt kommt der größte Treppenwitz dieses Spiels. Nicht nur, weil hier eine Treppe ist, ne? Nicht falsch verstehen. Sondern es ist vielmehr folgendes. Nehmen jetzt hier das Bonfire mit und wir leiten jetzt hier eine Torch. So, pass auf, wir zünden jetzt nämlich die Windmühle an, damit gleich beim Boss der Poison Pool weg ist. Aber was wir hier anzünden, ne, ist halt Metall. Das ist Eisen, das brennt nicht. Naja. Sehen wir es sportlich. Haben wir uns Es gerade. gibt immer einen Grund. Ja, wir haben uns gerade damit auf jeden Fall viel, viel, viel Kummer erspart. Ja, Bonfire. Weiß ich gerade gar nicht. Brauchen wir das gerade? Dringend? Nö, nee, glaube ich nicht. So. Fucking bastard. Billig Epic Features haben? Was Nein. willst du? Epic Epic will Features. man nie haben, ja? Das ist mehr so eine Grundsatzentscheidung. Also Dr. Oha, Features war es in dem Fall, nicht Epic Features, aber trotzdem. wenn es nach mir geht, brauche ich da gar keinen von. Ich weiß nicht, habe ich mich heute bei dir auch schon über den Papst aufgeregt? Ja, beziehungsweise ich habe es so halb mitbekommen, aber du kannst es gerne nochmal für die Zuschauer machen. Ja, ich habe nämlich heute rausgefunden, also Larissa und ich, wir planen ja dieses Jahr zu heiraten. Und ich habe herausgefunden, wir werden der katholischen Kirche ein Dorn im Auge sein. Das freut mich persönlich auch schon wieder. Weil der Papst hat heute nämlich verlautbaren lassen, wenn man heutzutage verheiratet ist und keine Kinder hat, dann weiß ich nicht, ist irgendwas falsch gelaufen. Ich sehe das ja substanziell ein bisschen anders. Ich finde, man sollte sich gut überlegen, ob man es heute verantworten kann, Kinder in die Welt zu setzen. Geschweige denn, dass ich mir von irgendeinem katholischen dahergelaufenen Pfaffen vorschreiben lasse, wie ich mein Leben zu leben habe. Geh weg!
Die there, you fool! Ja, gut verjagt. Mann, Mann, Mann. Noch 52 Schuss, dann sind wir munitionslos. Fast ins Loch gefallen. Boah, es ist mir hier entschieden zu viel Giftkinnas alles. Wieso müssen meine Isaac-Drons eigentlich immer sowas so in die Richtung Ah, ich pfeife aus dem letzten Loch gehen? Ja, das ist doch eigentlich bei Roguelikes immer so, oder? Ja, aber ich verkacke dann auch noch. Ich habe bestimmt während der letzten beiden Folgen 4 oder 5 Runs angefangen. Bin echt aus der Übung. Oder halt schlecht. Naja, außer Übung, doch, definitiv. So, ich weiß. Das eine bedingt das andere in der Hinsicht. Gut, ich glaube schon, dass ich mit 620 Stunden irgendwo ein bisschen Skill habe in dem Spiel. Ja, definitiv. Das ist genau wie bei ähnlichen Spielen wie Dead Cells. Oder hier, wie heißt es? Hades. Hades. Ja, das ist halt genau das Gleiche. Oder, also ich hab ja mehrere Vertreter des Roguelites. Ja, Roguelite finde ich auch wesentlich erträglicher. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ein großer Fan ja, von. Ja, allerdings ist Binding of Isaac zum Beispiel ist ja ein Roguelite. Ist noch nicht mal ein Roguelike. Ja, das ist korrekt, aber bei Binding of Isaac ist es nicht die Spielmechanik, die mir das Spiel vermiest, sondern die Ästhetik. Aber auch mir persönlich, ne? Ja. Es war mein erstes Roguelite, dementsprechend kam ich da sehr gut dann rein und habe es sehr lange gespielt. Ja gut, fair enough. Weil ich es halt auch sehr angenehm finde, dass die Räume zum Beispiel immer eine feste Form haben, du als quasi oder eine halbwegs feste Form haben und du nur dich recht gut zurechtfinden kannst. Ja, wie gesagt, ich habe dir das, glaube ich, schon mal empfohlen. Es gibt da so ein kleines Indie-Game, das heißt Moonlighter, wo du halt so ein ähnlich basiertes Gameplay hast, wo du allerdings noch zusätzlich so ein Shopkeeper-Element hast. Alter, seid ihr alle ein Clusterfuck, ey. Mich doch nur zum Boss. Nee, komm, mach mal den. Die habe ich übrigens auch überhaupt keine große Erfahrung. Ich habe die einmal gefightet, da hatte ich ein Schild. Ein interessantes Boss-Design auf jeden Fall. Also es ist halt interessant, normalerweise ist halt diese ganze Arena voll mit diesem Gift, was am Rand jetzt nur noch ist. Das hat für uns jetzt gerade zwei gute Sachen, nämlich dass zum einen wir natürlich nicht dauernd konstant gepoisoned werden. Zum anderen heilt sie das Gift. Ne? Also das heißt, würde jetzt hier überall das Gift sein, ja schönen Tag auch, das ist auch wieder Tracking Hitbox of Doom. Ich muss die Feuerwaffe nehmen, da führt gar kein Weg dran vorbei. Auf jeden Fall würde sie dann halt konstant überall geheilt in der gesamten Boss-Arena. Das ist halt übelst nervig. Achso, ich wollte mein Inventory mal aufräumen, ne, weil das hier wirklich alles ein bisschen viel ist. Das nicht so viel, das auch nicht so viel.
Haben wir alles nicht mehr? Ist ein guter Schildball? Keine Eigenschaften. Na gut. Da ich ja gerade für eine Robe. Black Hollow Mage Robe. Okay. Puh. Ist halt auch alles relativ egal, ne? Weil wir eh keine große Kleidung tragen. In dem Sinne. Hier vielleicht mal die Wunder und Pyromancies aussortieren. Und keine Panik, wir machen noch einen Attempt bei dem Boss. Alles entspannt. Nur diesmal vielleicht auch mit ein bisschen mehr Intelligenz in den Boss rein. Also das war gerade auch nicht unbedingt das Highlight der Folge. Das ist auch wieder nicht das Highlight der Folge. Weißt du, das ganze Problem ist ja, ich kann nicht einfach zum Foggate rennen, weil ich habe keine Iframes in der Animation beim Durchgehen, wie wir jetzt wahrscheinlich sehen werden. Nee, hat gerade so gepasst. Yo! Schöner Opener. Ja, das ist way more manageable. Habt ihr die Hitbox gesehen? Habt ihr die Hitbox gesehen? Du hast ja gesagt, habt ihr diesen Scheiß einer Hitbox gesehen? Alter, es ist halt wirklich, wirklich, wirklich unlustig. Vor allem, wenn die Kacke trackt wie Sau. Gut, den Tailswipe gebe ich dir, das ist ja mein Problem. Ich habe B gedrückt, weißt du, wenn du halt nicht das machst, was du tun sollst. Dear Character. So, es ist mit dem Schwert ist alles besser. Ah, I see. Oh, ihr kommt mit, das ist nicht gut. Na, ihr kommt nicht so weit. Ne? So, wir erinnern uns, ne? Earthen Peak war eine Windmühle auf der Spitze eines Berges und da drüber war nix. So, herzlich willkommen zum bescheuertsten Aufzug der Videospielgeschichte. Ich betone und wiederhole. Ja, da war nichts. Ist das eine Karte against Humanity? Ich muss sie haben. Du kommst hier raus, denkst dir schon, das ist physikalisch nicht ganz so richtig, und dann stehst du einfach vor einem fucking Lavasee. Eine der zweiten großen Schwächen von Dark Souls 2, die Welt hängt einfach nicht zusammen. Die ist komplett nonsensical und nicht im guten Sinne. Eine weitere Stärke des Vorgängers, die vom Tisch geworfen wurde. Wieder einen Boss geschafft. So. So sieht es nämlich aus. Und ich glaube, wir könnten bald auch durchaus den Ruin Sentinels nochmal einen Versuch entgegenwerfen.
Aber jetzt leveln wir erstmal ab. Was leveln wir denn jetzt? Jetzt leveln wir erstmal wieder. Wie viele Level haben wir? 4 Stück. Okay. Dann geben wir jetzt mal dem Schwert ein bisschen einen Boost. Also wir machen hier so einen Mischcharakter. Ihr merkt, ich spiele eh viel Melee, viel mit den Zauberern, Zaubern mehr für die Mobs. Weil ich das aber auch irgendwie sinnvoller finde. Es gibt bestimmt noch den einen oder anderen Boss, den wir mit Magic gut beackern können. Aber es ist ja hier bei Weitem kein Magic-Only-Run. Dann können wir noch um die Seele... Warte, Boss-Seele? Boss-Seele ist immer so eine Sache. Ich habe die nämlich nicht auswendig gelernt. Nö, da kann man nichts Brauchbares draus basteln. Dann geht die jetzt in meinen Schlund. 10.000 Seelen gibt's. Das sind bestimmt nochmal 2 Level-Ups. Roundabout. Ja, doch, könnte hinkommen, ne? Also. Ah, knapp nur 1. Schade. Na, dann geben wir uns noch ein bisschen Stärke. Ich glaube, das Langschwert skaliert nämlich immer noch mit Stärke. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kurz auf Nummer sicher gegangen. Ja, skaliert mit C auf Stärke. Passt. Das funktioniert schon so. So, dann stocken wir jetzt mit den restlichen Seelen noch unsere Life Gems wieder ein bisschen auf, weil da ging jetzt in diesem Poison-Gebiet viel drauf. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Viel Spaß. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.